Hallo, mein Name ist Dr. Michael Klein. Ich bin der Schulleiter dieser Schule. Bin sehr gerne Schulleiter hier, freue mich, mit meinen Schülern und mit einem Kollegen gemeinsam arbeiten zu können. Und wenn ich unsere Schule beschreiben soll, denke ich, wir sind eine Schule, die Modernität mit menschlicher Nähe verbinden kann. Wir sind hier in der 7. Klasse im Chemieunterricht. Die Schüler haben zu Beginn des Jahres das erste Mal Chemie überhaupt in ihrem Leben in der Schule. Und das Erste, was die Schüler lernen, ist immer den Bunsenbrenner anzuzünden und sicher zu bedienen. Die Aufgabe ist heute, in einer maßanalytischen Bestimmung durch eine Titration, eine Neutralisationstitration, den Säuregehalt dieser Kräuteressigflasche zu prüfen. Auf dem Etikett steht 5%, und durch die Bestimmung prüft man, ob der Wert okay ist. Ja, hier sind wir jetzt in unserem schönen Foyer, was wir des Öfteren auch mal für Unterrichtssituationen nutzen. Heute ist das der Fall mit einer 12. Klasse im Deutschunterricht, und Thema war, die Figurenkonstellation aus dem Roman Effi Briest nachzustellen. Und dafür haben wir uns zuerst einen Schemata aufgemalt mit den einzelnen Figuren und auch deren Beziehungen untereinander, und haben uns dann auch überlegt, was für Charaktereigenschaften diese Figuren haben, wie sie aufeinander wirken. Und das schreiben wir jetzt auf die Luftballons rauf und eben auch auf Absperrband, um das dann darzustellen. Wir bearbeiten heute die Klimazone Europas, und dabei sollen die Schülerinnen die einzelnen Klimazonen in ein Arbeitsblatt eintragen. Und im zweiten Schritt werden sie zu diesen einzelnen Klimazonen und Klimatypen die Länder zuordnen. Dazu nutzen wir den Atlas, aber auch als Unterstützung nutzen wir einen elektronischen Atlas. Ihr seht hier eine 6. Klasse, die mit verschiedenen Waagen die Masse bestimmt. Wir haben eine Balkenwaage, wir haben eine Briefwaage und versuchen mit unterschiedlichen Messmethoden ganz einfache Größe wie die Masse erstmal zu bestimmen. Und die Schüler haben dafür eine ganze Stunde Zeit und sind ordentlich bei der Sache. In der heutigen Doppelstunde haben die Schüler elektrische Stromkreise aufgebaut, dazu 6 einzelne Schülerexperimente, Parallelschaltung, Reinschaltung, mit Schaltern, mit Umschaltern, und selbstständig experimentiert und auch dokumentiert. Nicht, dass ihr denkt, wir spielen hier mit unserem Handy. Wir bestimmen Pflanzen mit einer bestimmten App. Man braucht nicht unbedingt das Telefon. Man kann es auch mit dem Buch bestimmen. Bienvenue à notre école. Ah, okay, ce n'est pas difficile. Je te peux dire comment tu rentres à la maison. Mais tu as où? Oui, je connais tout ça. Et qu'est-ce que tu fais maintenant? Thank you.
den letzten Mathestunden haben wir uns mit mathematischen Körpern beschäftigt. Würfel, Prisma, Quader, Kegel, Kugel. Und in dieser Stunde sollen die Schüler aus den Körpern, die sie kennen, da haben wir verschiedene Bausteine, Modelle, ein eigenes Bauwerk entwerfen. Und jetzt brauchen wir unser Buch. Und wir brauchen das Buch auf der Seite 83 in der Nummer 1. So. Und es heißt also auch, du sollst das, was wir gelernt haben, nicht vergessen. Ihr sollt also Fakten notieren, ihr sollt Stichpunkte machen, ihr sollt Adjektive aufschreiben, ihr sollt also eine Gliederung machen. Sprachen einmal eins und können richtig gut Hündisch. Ich hoffe, dass ihr die Zeichen von Ruby gut deuten könnt in dieser Stunde. Und da müsst ihr selber mal überlegen, würde ein Hund für mich als Haustier in Frage kommen? Hello, we are the class 6A. Today we have a presentation about boarding school. Louis, come here. Okay, I come up. Hi Louis, I talk with your father. About? About the boarding school for boys. No mom, I don't want to go. Why? I miss my friends, Chrissy, Ben, Jaren and Diane. Salvete discipuli, discipulequem. Ja, wo waren wir denn stehen geblieben? Das Römische Reich ist ja ein großes Reich gewesen und fing klein an. Bete des Kippoli! Salve Magister! Ah, richtig! Sie war hier! Ja, ich mache jetzt meinen Lateinunterricht. Ah, Sie arbeiten im Lehrbuch? Ja, selbstverständlich. Ja, aber okay, das macht man schon noch. Aber ganz ehrlich, es gibt doch viel andere und schönere Methoden heutzutage im Lateinunterricht. Die Schüler haben sich in den letzten Stunden ganz ausführlich mit dem Thema Was glauben die monotheistischen Weltreligionen beschäftigt und jetzt erstellen sie gerade ein Erklärvideo zu diesem Thema. Was glauben eigentlich diese drei Religionen? Vielleicht könnte das ja auch dafür stehen, für quasi das Auge als der Vater, der halt im Himmel ist, ne? Würde ja auch funktionieren. Oder ihr findet ein anderes Symbol dafür, das geht ja auch. Hello, my name is Lisa and I like my school because the teacher are very cool and friendly. Hello, my name is Christian. I like our school because you can learn a lot of languages.